Hi! Hallo! Na? Willkommen! Schön, dass du auch gekommen bist. Magst du Fleischtaschen? Jeden Tag, von morgens bis abends. Deshalb dachte ich mir, ich liebe Fleischtaschen, vor allem der Jemek hier in der Altstadt. Der zieht mich immer durch den Tag durch. Dich auch? Ja. Deshalb machen wir gemeinsam heute in der Altstadt einen neuen Fleischtaschenladen auf. Oh mein Gott, ja! Freust du dich? Ja, Fleischtaschen! Ich auch. Und dann noch schön in den Kühlschrank ein paar Trinkjoghurts rein, die salzigen. Und vielleicht noch Durstlöscher, kennst du? Klar. Was ist dein Lieblingsdurstlöscher? Der eine da, der leckere. Ich habe keinen Plan, was Durstlöscher sind. Ja, das ist mein Lieblingsdurstlöscher. Durstlöscher Waldmeistergeschmack. Wollen wir loslegen? Ja, klar. Ich bin, glaube ich, ohnmächtig geworden. Ah, nee, ich wache auf. Ich auch. Hast du auch einen Anruf von deinem Vater? Ja, Papa ruft an, endlich. Wo warst du die Jahre? Ach so, ja, das ist wahrscheinlich unser Vermieter, von dem ich den Laden habe. Ach so, der heißt Vater. Den hast du als Vater im Handy eingespeichert? Nee, der hat mich nur vor einiger Zeit enterbt, deshalb, ich darf ihn nicht mehr so nennen. Ach so, okay. Ich darf rumlaufen. Ich auch? Oh mein Gott! Bro! Sorry, das bist du schon, oder? Aus meiner Sicht ist es halt auch so cursed. Digga! Der Name von mir auch! Willkommen zu Little Company. Willkommen in den Backrooms. Naja, ich bin ja tolerant, ne? So, ey, ach, übrigens, mein Lieblingsspiel, Lieblingsspiel auf meinem Lenovo Yoga Slim 7, Solitaire. Mhm. Ist vorinstalliert. Oh ja, das kenne ich. So. Ach, oh mein Gott. Ich komme nicht drauf klar. Ich bin einfach das Monster unter deinem Bett. Das Ding ist, kannst du mal so im Kreis laufen einfach? Ja, klar. Ja, du hast doch keine Animation. Bitte, so, bitte. Licht an. Oh mein Gott, Papa. Junge, ich kann nicht mehr mit irgendwas interagieren. Bitte lass mich raus. Ach, das ist schon besser. Ich fühle mich normaler. Kannst du dich mal umdrehen? Ja, klar, Digga. Damn! Ja, Mann. So, ganz wichtig, ich bin dein Scheißchef. Ja, du hörst mir zu. Oh, okay, sorry, Sir. Das wollte ich schon immer mal sagen. Also, wir müssen jetzt erstmal den Müll aufsammeln, ne? Deine Hose hat hinten Löcher. Siehst du, wie ich sauber mache? Nee. Ja. Ja, und das wirfst du dann weg. Das ist unsere erste Aufgabe. Nicht auf mich, Mama. Doch, fang, gib das mir. Hier rein, in die schöne kleine Mülltonne. Speedrun. Na gut, guck mal, wenn wir Tab drücken, haben wir da, ja, guck mal, Grilled Beef. Dann holen wir erstmal Grilled Beef auf die Karte, ne? $100 kostet ein Gericht. Ich würde halt jetzt schon gern die Fleischtasche. Haben wir denn schon Geld? 5000. Pineapple Kebab. Das heißt doch Chebab, ne? Yeah. Hier, Beet Chebab. Ich sehe auch keinen Chebab. Aber so ein Lachmatschuhn. Nee, können wir aber auch noch nicht. Wie wäre es, wenn wir erstmal hier ein bisschen was einrichten? Worauf hast du denn Lust? Noch eine Tischgruppe? Okay, eine Tischgruppe. Zack. Oh, wir müssen erstmal einkaufen gehen. Wir brauchen Ribeye Slice vom Schlachter, Salz, Pfeffer, Tomaten und Parsley. So, wollen wir? Ja, klar. Du zahlst. Ich zahle. Sir, bitte einmal das hier oben. So. Ich glaube, ich habe eins. Aber kauf direkt ein paar. Okay. 2, 3, 4, 5 Stück bezahlen. $1000. Nee, du musst. $1000? Was? Du wolltest doch mehrere. Auf geht's. So, dann brauchen wir noch Gemüse. Alter, ist das Keemstar. So, Parsley. Ich pack das Fleisch schon mal aus. Pfeffer, Salz. Jo. Zack. Klingelingeling. Und Kundschaft, hallo. Das bin doch nur ich. Also das ist jetzt das Gemüse. Jetzt brauche ich nur noch Salz und Pfeffer. Hi. Hab's. Sehr gut. Moin. Meister. Moin. So, dann können wir eigentlich gleich schon starten, ne? Dann kommt die Kundschaft. Hast du viel Salz geholt? Ja, 5-mal. Okay, wollen wir öffnen? Traust du dich? Ja, klar. Open. Oh. Ich hab gedreht. Ist unser erster Tag. Ah, ein Kunde. Oh, halt dich nochmal. Hi, setz dich gern hin. Du kochst. Okay, 2 Steaks. Du kochst. Oh mein Gott, die Leiste wird schon rot. Du kochst. Wo habt ihr überhaupt eine Grillfläche? Schublade. Hier ist der Schublade. Da. Das ist doch der Grill hier, oder? Scheiße, okay, wir brauchen noch Holzkohle und so ein Ich schließe hier wieder. Hast du? Ich habe Kohle drauf getan, ja. Okay, und jetzt? Wie zünden wir den an? Mit hier, Kindling? Anzünder. Okay, wird auch reingeworfen. Scheiße.
Sehr gut. So, und jetzt brät das jetzt? Muss ich das einfach da rein? Oh mein Gott, nicht in die Kohle! Jetzt. Ich hol einen Teller. Ich schneid's Gemüse. Eine Ovalplate. Scheiße. Scheiße. Ja, dann verpiss dich doch, Keemstar. Okay, ich schneide. Soll ich das überhaupt schneiden? Wie schneide ich? Das Fleisch ist fertig. Okay, sehr gut. Oh mein Gott. Also ich hab die Tomaten geschnitten. Die hier, ich leg's einfach drauf. Ja. Ist es ein fertiges Okay. Gericht? Salz, Pfeffer fehlt noch. Halt, wir haben noch nicht gesalzen. Nein. Du machst Salz, du machst Pfeffer. Rotate. Wie salzt man? Ich sag dir, wie es ist, das ist gerade ein Totalausfall. Das ist gerade ein absoluter Totalausfall. Ich mach zu, das geht nicht. Soll man das vielleicht, guck mal. Das muss man schneiden, da kann man mehrere Portionen draus machen. Guck mal, jetzt haben wir zwei fertige Steaks. Scheiße! Als erstes schneidet man das Fleisch, dann Salz und Pfeffer, dann jede Seite einmal anbraten, ne? Dann auf den Teller, dann Tomate auf den Grill, dann zerschneiden, dann rauf auf die Platte und zusammen mit Parsley Peas zweimal und dann ist fertig. Ja. Wir machen jetzt einmal den Ablauf. Also, ich hole ein Stück Schinken raus. Boom, Schinken. Ja, zack. Das hast du richtig gut gemacht. Jetzt jede Seite einmal anbraten. Ah, nee, warte. Nee, erstmal genau. Salz. Erst hier, Salz und Pfeffer, 3 Gramm. 3. Ja. 2, 3. Jetzt anbraten und gleich umdrehen. Ja, das machst du richtig gut. Ne? Dankeschön. Das machst du richtig gut. Bist ein bisschen verspannt hier hinten. Ja, es ist erster Tag, ist jetzt so anstrengend. Alles süß. So, das erste brennt an, hier. Das zweite ist auch fertig. Sehr schön, dann hole ich jetzt die Tomate. Ja, die braten wir an. Kennst du Gordon Ramsay? Gordon Ramsay. Ja, von dem habe ich, glaube ich, schon mal gehört, ja. Das ist ein richtig berühmter Koch in Amerika. Mhm. Danach diese Stille, einfach nichts mehr. Ich hol mal die Leute rein. Was will er wohl haben? Oh, so zuvor kommt dieser Laden. Hier. Setz er sich hin? Is. Setz dich hin. Warum steht er da? Was will er denn? Warte. Surf. Jawohl. Oh, 1,8 Sterne. Ja? Nur 44% Hitze. Oh. Warte mal, nehmen die sich jetzt davon jemand? Oh mein Gott! Wir müssen das nur einmal machen und dann nehmen die sich davon eine Portion irgendwie runter, gefühlt. Ah, okay. Aber ist das zweite, was wir gekocht haben, vielleicht besser geworden? Keine Ahnung. Oh, der Teller ist aber einfach direkt leer. Nee, ist auch scheiße. Wieso hast du denn einen runden Teller genommen? Da steht, der will einen eckigen Teller. Sorry, Chef. Ich geh abwaschen. Beruhig dich, Sebastian. Alles ist okay. Der will was. Der Kunde will was. Chef. Ja, ich geh hin. Der Kunde will was. Hi, Kollege. Was kann ich für dich tun? Der hat mir 100 Gold gegeben. Der ist zufrieden. 100 Tacken. Wir sind reich. 100 Tacken hat er gegeben. Ja, die sind noch am Speisen. Ja, was kann ich für sie tun? Danke. Hier, abwaschen. Jawohl. Sehr schön. Hat's dir gefallen? Sehr schön. So, hier haben wir auch noch einen glücklichen Kunden. Ja, das läuft doch schon mal. Hä? Tag vorbei, ist geschlossen. Ja, ist ja noch fast 22 Uhr, wir haben also lang genug heute gearbeitet. Ja. Und, macht's dir Spaß bisher hier? Ja. Ja, dann lass uns doch schlafen gehen, oder? Du schläfst schön in meinem Bettchen. Hier, ein Hund. Wo ist der? Was? Hier, ist noch ein Bett. Ja, was glaubst du, was wir heute verkauft haben? Daily Earnings 400, Daily Expenses 1870. Ja, fast Gewinn gemacht. Ja, das Ding ist, heute war ja der Tag zum Lernen. Und jetzt, ne? Jetzt wird losgelegt. So, wollen wir? Profit. Komm mit, ich freue mich drauf. Heute eckiger Teller und, ne, nicht overgucken, ganz wichtig. Außerdem schön vorbereiten. So. Ja, knack uff. Ja, ich stelle mich schon wieder in meine Ecke. So, das Fleisch hier schön drauf. Da wird's gut angebraten. Chef, kann ich eine Tomate haben? Na klar, soll ich dir eine holen? Ja, bitte, Chef. So übertrieben nah. Zack, bitteschön. Dankeschön. Dann grill ich mal eine Tomate. So, guck. Die ist noch nicht fertig. Die war fertig. Bist du... Jetzt ist sie fertig. Wie auch immer das funktioniert hat. So, guck, jetzt zack. So, und jetzt daneben deine Kräuter, hm? Ein Kraut, zwei Kraut. Ich will nicht sagen... Ja. Warum sind da Fliegen? Der ist verrottet! Oh, ich hab den doch gerade frisch gezupft. Was für frisch gezupft? Oh, ich sprinte los. Das ist alles verrottet davon. Alles gut, ich sprinte. Keemstar, ich brauch was hiervon.
Ja, danke. Ich weiß nicht, wohin mit den verrotteten Dingen. Ich tue die alle in die Mischschüssel. Hier, nimm. Nimm, zack, runter. Zwei. Okay, schnell. Richte es an. Overcooked! Ja, ein bisschen. Ganz leicht. Hm. Restaurant Level 2, let's go. Level 2, freu dich doch mal. Ja, heute machen wir richtig Geld, ich sag's dir. Teamster ist richtig gut gelaunt. Ja, wir sind auch gleich in Level 3, hast du gesehen? Nee, ich bin am Kochen, Chef. Tut mir leid. Das läuft richtig gut bisher. Restaurant Level 3, let's go. Wir können uns gleich Hühnchenbrust holen. Oh. Alter, das wird so gemanscht auf meinem rechten Ohr. Sehr gut, zwei Kräuter. Perfekt, das ist das nächste Essen. Let's go. Das war perfekt! Gerne, Chef. Day is over. Wie Day is over? Da steht, der Tag ist vorbei. Aber das Essen ist perfekt. Es war ein Meisterwerk und jetzt wollen die das nicht essen? Erzähl das den Kunden, ey. Ich habe so auch nicht. Ich habe heute schon wieder nichts essen dürfen, Chef. Können wir uns nicht leisten. Miete zu teuer. Okay. Neues Rezept. Hühnchenbrust. Oh, let's go. Let's go. Endlich Chicken Nuggets. Oh mein Gott. Chef, jemand hat unseren Laden vandaliert. Nö, das ist unser neuer Titel. Magst du die Hühnchenbrust holen? Klar, Chef. Ich gehe in den Gemüseladen. Hi, Keemstar. It's Killer Keemstar. Und wie gefällt dir das Business bisher? Ich bin begeistert, dass einfach alles für unseren Fleischtaschenladen einfach ein Haus entfernt ist, um uns herum. Das ist ja die beste Location, die wir uns hätten aussuchen können. Ja, du sagst es. Kochen wir das noch? Das Fleisch hier? Das Grüne? Du könntest versuchen, aber ich würde es. Ja. Pack's in die Schublade. Okay. Wir kommen wieder hier unten. Ich gehe mit dir jetzt einmal das Rezept durch. Hast du mich verstanden? Also, Hühnchenbrust. Ja? Ja, Chef. Warte, eine Sekunde. Ich habe das Rezept hier neben mir liegen. Also, sezieren. Chef, ich habe das Rezept hier, Chef. Willst du mich küssen? Oder warum kommst du nach? Ja, ich geb ihm ein Küsschen und dann fange ich an zu kochen, Chef, okay? Ich sehe, dass ich hier Salz drauf tun muss. So, ein bisschen Chili Pepper. Dann braten. Okay. Was für einen Teller brauchen wir? Oh mein Gott, wichtige Frage. Der sieht richtig aus. Okay, das ist fertig. So, das auf Teller. Roter Pepper, Grün Pepper und Potato. Soll gegrillt werden. Einmal zu 1000% perfekt gekocht. Wenn das nicht 3 Sterne ist, weiß ich auch nicht. Ich bin sehr überzeugt von meiner Arbeit. Oh! 97% nur beim Baking. Das ist nicht schlecht. Hier stöhnt mir irgendwer richtig rechts ins Ohr rein. Schmeckt's Ihnen? Schmeckt es Ihnen? Hallo, nicht ins Auge stecken, die Gabel. Sie stecken sich die Gabel in die Augen. Ist das richtig so in so einem Kebabladen, in so einem Fleischtaschengeschäft? Aber ich glaube, wir können eh gleich zumachen, oder? Ja. Schmeckt's Ihnen gut? Ja, nochmal Salz nachher. Hast du nicht gesalzen? Hat sie sich nochmal nachgesalzt? Oh mein Gott, schön den Schuh im Essen. Ja, okay, und jetzt danke, ich räume den Teller gerne weg. Zack, 130. Dann lass uns jetzt mal gucken. Wir haben ja jetzt ordentlich was eingenommen. Wollen wir mal schauen, ob wir irgendwas Neues hier hinstellen können. So ein bisschen Deko, ne? Deko wäre schon mal, guck mal. Ich habe hier was. Okay. Ich gucke. Krieg ich mich direkt. Ja, noch ein zweiter. Ja, und pass auf. Das lohnt sich. Beim Reinkommen kann man sich betrachten. Also das Ding ist, ich habe mal gelesen, dass jetzt muss ich es nochmal wortwörtlich zusammenkriegen. Warte, ich helfe dir. So, jetzt ist dein Licht aufgegangen. Guck nach oben. Ja, je teurer die Inneneinrichtung, desto beliebter wird's. Wird hier einmal überall noch... Ich hab das Gefühl, ein paar Gäste haben ihre Jacken vergessen. Nein, das sind meine alle. Ich hab tatsächlich nur 3 Farben. Und die stehen hier halt einfach so rum, dass die Leute sehen, wie reich du bist. Das war ein schöner, erfolgreicher Tag im Bastarde. Im Bastarde. Ja, dann gehen wir jetzt hoch, schlafen nochmal eine Nacht drüber. Ne? Und morgen wird der erfolgreichste aller Tage. Morgen wird dann der erfolgreichste von allen Tagen. Warte mal. Wir können hier doch draußen einen trinken gehen. Hier. Ja, so ein erfolgreichen Tag feiern. Alter. Hey. Ich hol mir ein Bier. Pass auf, ich mache einen Trinkspruch. Ich habe einen. Okay. Was macht der Bär? Oh, mein ganzes Bild wird verschwommen. Ja, der Bär macht leer. Der Bär gönnt sich. Ah. Das ist, Wir wird langsam ein bisschen... Steht da Assman? Wir haben, by the way, gar kein Geld mehr, um irgendwas zu machen. Ne? Ich hit. Hey, Bro. Stay. Hey, yo, ich bin so hart bei Blackjack, ich hab verloren. Du bist ein Tisch. Danke, Bro. Du bist auch ein Tisch. Ich muss kotzen. Ja, lass dir Zeit, Chef. Wissen Sie, Chef, Sie sind wirklich der Beste. Hallo, Chef.
Na, haben Sie schon alles vorbereitet? Sehr gut. Ja, Grilled Beef, Abfahrt. Abfahrt. Kennst du ja alles. Oh, erste Kundin. Tomaten schneiden, sehr, sehr gut. Da haben wir noch ein zweites Fleisch fertig. Die Tomaten können drauf, dann zweimal Kräuter. Sehr schön. Eins, zwei und servieren. Mit der Hitze üben wir nochmal. Er ist unzufrieden. Siehst du, dass er unzufrieden ist? Bist du das wahnsinns fette Beute? Ja, der isst gerade rohes Fleisch hier einfach. Das ist nicht roh, es ist einfach nur schon wieder kalt. Natürlich ist das rot. Es ist undercooked. Er muss es nachsalzen. Ja, und trotzdem zahlt er 120 dafür. So ein Trottel. Ja, muss er ja. Weißt du was? Komm mal her hier. Komm mal her. Ja, ja. Wir gehen mal ganz kurz hin. Komm mal her. Stell ich mal in die Ecke. Du weißt ja, ich war ganz lange alleine. Und du weißt auch, das hat nicht gut funktioniert. Da weißt du auch, dass ich das wirklich, ich wollte wirklich, dass das funktioniert hier in meiner Fleischtaschenstube. Aber es funktioniert so nicht. Und ich habe das jetzt bemerkt und alleine bin ich besser dran und deshalb bitte ich dich zu gehen. Du musst richtig schlafen, Chef. Es ist nicht mehr mein Problem. Geh. Guck mich nicht an. Verpissen Sie sich raus! Was hast du verkauft? Hast du gerade mein ganzes Geld ausgegeben? Ja. Also, Chef, verstehen Sie, jetzt wo ich nicht mehr bei Ihnen wohnen kann, ich muss auch irgendwo von leben. Ich muss irgendwo die Dusche, da hab ich halt auch leider die Schwöder.